Ja, es gibt eine spezifisch deutsche antisemitische Tradition. Das hat etwas zu tun mit der deutschen Identität oder mit dieser Suche nach der deutschen Identität. Ich kenne ja diese ewige Frage, was ist deutsch? Und es gibt eben Menschen, die diese Frage beantworten mit, nicht jüdisch zu sein ist deutsch. Und das ist einer der Wurzeln. Aber die Antisemitismen in Europa haben sowohl nationale Wurzeln, aber es gibt auch wichtige Verbindungslinien.